Ich sage es gleich zu Anfang. Leider konnte ich die Quelle nicht verifizieren. Ich weiß weder welche Paywall noch wie ich da drauf komme. Der Text ist klar. Am 30. Juni 2022 erschien im ehemals seriösen Magazin Der Spiegel hinter einer Paywall versteckt ein Interview mit dem Generalmajor Carsten Breuer. Der amtierende Kommandeur des Kommandos Territoriale Aufgaben der Bundeswehr in Berlin und ehemaliger Leiter der Corona-Krisenstabs im Kanzleramt. Auf die Frage, ob er zufrieden mit den Vorbereitungen für eine etwaige Pandemie im Herbst sei, gibt Breuer diese schier unglaubliche Antwort: Es gibt eine Grundvorbereitung, bei der jeder genau weiß, was er zu tun hat. Wir werden im Herbst zwischen 50 und 60 Millionen Menschen impfen müssen und dafür die nötige Infrastruktur aufbauen. Heißt das im Klartext, die Bundesregierung beabsichtigt, die Bürger vom Militär zwangsimpfen zu lassen? Oder habe ich da was falsch verstanden? Das habe ich woanders gefunden. Die Bundeswehr stellt zum 1. Oktober 2022 ein neueres Kommando auf, das territoriale Führungskommando der Bundeswehr. Hat ihren Sitz in Berlin. Es übernimmt nach Angaben der Bundeswehr die operative Führung nationaler Kräfte im Rahmen eines Heimatschutzes, einschließlich der Amts- und Katastrophenhilfe sowie der zivil-militärischen Zusammenarbeit. Mit dem neuen Kommando heißt es bei der Bundeswehr weiter, werden auch Kräfte verfügbar gemacht, die in besonderen Situationen schnell für die Kollozierung eines nationalen Krisenstabes in der Bundesregierung bereitstehen. Dazu habe ich ein paar Quellen gefunden, eigentlich nur eine, und da ist der gleiche Herr erwähnt, der im ersten Artikel schon erwähnt wurde, dieser Herr Breuer. Das Kommando ist nach Bundeswehrangaben unmittelbar dem Bundesministerium der Verteidigung nachgeordnet. Dem Befehlshaber werden unter anderem die Landeskommandos, die Heimatschutzkräfte und das Zentrum für die zivil-militärische Zusammenarbeit unterstellt. Das heißt, er kann dann bestimmen, was passiert. Die sind ihm ja unterstellt. Weiter steht da, bislang war die operative Führung der Kräfte im Inland über viele Bereiche verteilt gewesen. Jetzt werden sie in Berlin gebündelt und unmittelbar dem Verteidigungsministerium unterstellt, teilte Ministerin Christine Lambrecht, SPD, nach Angaben der Pressemitteilung mit. Leiter des Aufbaustabs und erster Befehlshaber soll Generalmajor Carsten Breuer werden, eben dieser Mann. Er führte zuletzt den Corona-Krisenstab im Kanzleramt. Der Einsatz des Militärs war bislang ja nach unserem Grundgesetz, unserer Verfassung, die wir ja nicht haben, in dem Sinne ist es ein Grundgesetz, im Inland verboten. Aber wenn jetzt auch die zivilen Kräfte und der Katastrophenschutz dem Ganzen unterstellt wird, hat man ja doch wieder Einfluss darauf, denn die dürfen ja machen, was sie eigentlich wollen. Ist das möglicherweise tatsächlich eine Bedrohung aus den eigenen Reihen oder soll man es anders sehen? Wie seht ihr das Ganze? Schreibt mir bitte was in die Kommentare. Haltet ihr das für eine zufällige Begebenheit oder für eine Planung oder ja, ich weiß nicht so recht. Ich habe da ein bisschen Bauchweh mit.